Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Medium. Wir sind ja immer noch in diesem Drecksloch und ja, ich musste hier alles nochmal schnell machen, weil es hat nicht gespeichert beim letzten Mal. Ich musste die PS4 ausmachen, weil ich ging schlafen. Jesus, this thing is serious. Ja, hier reden sie wieder, bla bla bla. Dialog überspringen. Hier auch noch. Okay. Ich will gerne nochmal das Zeug hier inspizieren. Ich meine, ich musste den Scheiß hier aufschneiden und daneben liegt die Rechnung. Da muss doch irgendwas damit zu tun haben. Also. Frage der Zeit, Uhrenladen, Krakau, Krotzka Straße, naja. 14.04.1976. Und hier ist dieses doofe Ding. Schönen Jahrestag. 10 Jahre, wie die Zeit vergeht, hä? Ist eine Kleinigkeit, damit du sie nicht aus den Augen verlierst. Ich liebe dich, du Dummkopf. 10 Jahre. Könnte es vielleicht... Nee, es kann ja nicht sein, oder? 1976. Oh. Hat es hier sonst noch wo irgendwo Hinweise? Was waren die Dinger? Der Dämon? Hier steht halt kein Datum drauf, ne? Hier steht nirgends ein Datum drauf. Nein? Nein? 27.02. Ja, der bringt mir nicht viel. Ja, wir probieren jetzt einfach mal ein paar Daten aus, die wir hier unten gefunden haben. Ich habe sie zwar letztes Mal schon probiert, aber vielleicht geht's ja heute. Also, der 27.02. Nein. 0227 für amerikanisches Dingens. Nein. 1976. Vielleicht trotzdem mal 1986 probieren. Nein. 10 Jahre Jahrestag. 1976. Das heißt, sie haben sich 1966, wen auch immer, kennengelernt. Oh! Oh! Okay. Lol, es war tatsächlich... Es hat tatsächlich mit dem Kackschrank was zu tun. Oh, was kommt jetzt? Oh nein, nicht schon wieder. Muss ich jetzt wieder abhauen? Der Typ lebt ja immer noch. Mach zu den Scheiß. Ja doch. Shit. What will it take to get rid of that fucking thing? Ja, ich weiß doch nicht. Ich wäre ja auch froh, wenn das Scheißding endlich weggeht. Was ist das? Trennung. Es ist vollbracht, sie werden es nie erfahren, sie dürfen es nie erfahren. Sie würden nicht verstehen, Entschuldigung. Oh, je, je. Sie könnten mir nicht vergeben, aber sie sind sicher. Das ist alles, was zählt. Trennung, das ist der einzige Weg. Was ist das? Hier ist in der normalen Welt nichts, aber hier ist natürlich was. Aber ich habe keine Geisterkraft mehr. Oh, Motherfucker. Dann muss ich die irgendwo freischalten gehen, hä? Ja, es sieht tatsächlich wie ein Bunker aus, ne? Oh nein. Wieder Haut aufschneiden. Ach, hey. Ja, na dann, hopp. Los, los.
Komm, das geht schneller. Das Geräusch, ey. Da komme ich nie klar. Ist hier hinten vielleicht was? Nee, gar nichts. Und dann der andere Typ wieder. Oh, damn. Sag mal, hier alles? Erstmal hier oben gucken, was es so gibt. Sogar das Licht brennt noch. Hier war tatsächlich jemand. Was haben wir denn hier? Hier ist was. Ja, das ist blöd, ha? Und hier? Ah, es ist genau das gleiche. Kann ich hier durch? Ja, bringt's mir was? Wahrscheinlich nicht. Nee. Gar nichts. Perfekt, dann gehen wir durch die Tür hier. Oh, was kommt wohl jetzt? Das ist auch überschwemmt. Ja, solange es weitergeht, ist ja gut. In diesem Sinne. Ah. Off. Nichts passiert. Oh. Oh ne, mach aus. Dann kann ich nämlich hier durchlaufen. Maybe I could pump out the water from here. Ja, pumpe das Wasser ab. Ja, dann machen wir das doch, ne? Ugh, out of juice. Kein Saft mehr. Of course it is. Ja. Pump Mechanism. Water level in dich. Ja, aber. Was ist das? Ein Relikt der Vergangenheit. Oh ne, kein Bock so viel zu lesen. Sehen wir den Strom anschalten. Ich weiß, da drüben würde das gehen. Aber. Da ist ja auch Wasser. Und wenn das elektrisch geladen ist. Ja, hier kann ich das anmachen, aber. Ohne Geisterladung geht es nicht. Aber da gab es ja noch einen anderen Weg. Hier unten nämlich. Jetzt müssen wir den ganzen Weg nach unten. Bravo. Komm, komm, Marianne. Bisschen intelligenter laufen, okay? Hier ging es ja auch nach unten. Ah. Ah, da unten. Guck mal, hier unten. Immer nach unten hier, ja, sehr gut. Und jetzt? Oh, scheiße. Bitte nicht drauf gehen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein, Marianne! Du blöde Kuh. Wie soll ich das denn sonst machen? Wehe, ich muss alles nochmal machen. Och, wird mich das anscheißen. Ach je. Komm. Komm, komm. Oh no. Warte mal. Ah, jetzt bin ich. Ja, super. Den ganzen Quatsch wieder machen, ha? Hier ist zu. Ja. Ha! What is this place? Some sort of a fallout shelter? Ja, ja. Oh, jetzt muss ich jedes Mal den Scheiß wieder aufschneiden. Geil. Richtig geil. Oh Mann. Komm schon. Schneid schneller bitte. Danke. So, wieder hier rein. Und jetzt hier. Es muss doch einen anderen Weg geben. Und ich kann mein scheiß Schild nicht benutzen. Das ist halt mega scheiße. Die Frage ist, kann ich einfach durchrennen? Zurück! Nein, sie ist gestorben! Bist du eine blöde Kuh? Bist du eine blöde Kuh?
Ach, je. Ja. Nochmal. Gut. Nach unten mitnehmen. What is this place? Some sort of a fallout shelter? Ja, ist es. Sonst noch Fragen? Probieren wir es nochmal. Schön, oder? Und schneiden, meine Liebe. Und schneiden. Ist geschafft. Na dann lauf. Bin gerade noch ganz schnell was am gucken. Einen Moment. Und zwar. Ja. Ja, wir suchen an anderen Orten noch irgendwas. Oder soll ich es nochmal probieren? Wäre eine blöde Idee, oder? Wir probieren es nochmal, komm. Warum nicht? Einmal noch. Kann ich zum Beispiel, wenn ich hier drin bin, wieder raus? Ja, das würde gehen. Also wenn es brenzlig wird, kann ich abhauen. Geistwandel, was ist das denn jetzt? Verbringe 10 Minuten außerhalb deines Körpers. Geil. Schöne Sache. Und jetzt lauf. Okay, nee, zurück und sie ist wieder tot, oder? Oh, Mann, ey. Aha. Ja, wir können es noch ein paar Mal probieren, ne? Wir können es noch ein paar Mal probieren. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Ganz, ganz viel Zeit. Sehr viel Zeit sogar. Tja. Okay. Versuch Nummer 25 gefühlt. Mitnehmen. Ich probiere es jetzt mal nicht mit den Motten. Probier es mal anders. Some sort of a fallout shelter? Ja, genau. Hast du richtig erkannt. Mein liebes Marianchen. Hast du richtig erkannt. So, schneid. Hopp, hopp, hopp. Komm schon. Los, los. Okay. Wieder hier durch. Ich gehe jetzt wieder hier nach hinten. Vielleicht habe ich irgendwo was übersehen. Und das ist gar nicht der richtige Weg. Ah, wir hier wieder schnell gucken. Ja. Way out, wunderbar. Sind wir hier? Kann ich hier gucken gehen, was es so gibt? Warum bist du... Warum schwimmst du nicht? Ach! LOL! Ja, wow. Ja, nimm ein paar Aufladungen mit. Komm. So ist's wunderbar. Und zurück. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir Aufladungen. Wunderprächtig, wunderprächtig. Da machen wir ja doch noch was Gescheites heute. Hier wieder den Strom aus. Ah, damit ich keinen Elektroschock bekomme im Wasser. Ja, ja. Geht nicht, ich weiß. Out of juice. Out of juice. Of course it is. So. Gehen wir hier durch. Zack. Und dann machen wir den hier. Und hopp. Und jetzt hat er Juice.
Na, schau mal einen an. Und jetzt? Jetzt ist die Frage, wie geht's? Jetzt ist links voll. Was muss überall ein bisschen voll sein, ne? Macht er jetzt? Aha, jetzt ist... Ah, da unten ist aber nichts. Looks like both retention tanks are closed off. Maybe I could get down there and open them manually. Oh nein. Willst du das wirklich? Oh Jesus. Da wartet doch sicher wieder der andere Wichser dort unten. Oh man. Ja, jetzt können wir wenigstens bei den Motten durchgehen. Das ist ja schon mal etwas. Das ist besser als nichts, würde ich mal behaupten. Oh, nach unten. Jetzt können wir die kleinen Drecksviecher verbrennen. Weg mit ihnen. Oh, kommt her. Ich mache euch den Gar raus. Oh, shit. Hä? Warum hat das nicht funktioniert? Warten wir, bis sie sich erholt hat. Da, ich musste nochmal kurz schnell ein bisschen husten. Entschuldigung. Probieren wir es nochmal. So, nach unten mit dir, Marianne. Warum gehen die Motten eigentlich nicht weg? Das frage ich mich halt. Keine Aufladung mehr, willst du mich verarschen? Das war's schon? Muss ich eine neue Aufladung holen? Oh man. Okay. Rein hier. Wo war das schon wieder? Hier, glaube ich. Genau. Und nach drüben. Hol dir ein paar Aufladungen. Ich hol jetzt mal 10. Man kann nie genug haben, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Okay. Ich will trotzdem noch was probieren, schnell. Mal zurückgehen. Ich habe ja einen Denkfehler gemacht, ich Trottel, oder? Ich meine, ich habe ja die Wasserpumpe. Beziehungsweise ich habe das Wasser ja abgepumpt. Der Auffangbehälter ist ja einfach leer. Kann ich jetzt hier nicht durch? Ah shit, da ist immer noch Wasser, aber das kann ich ja irgendwie verändern. Dass das Wasser weg ist. Sozusagen. Müsste doch irgendwie funktionieren. Oder nicht? Nochmal hier durch, bitte. Hier. Und zwar, wenn ich alles hier nach drüben fülle, geht es? Nee? Nee, das war jetzt keine gute Idee. Mach mal so. Ja. Und dann pack das hier nach drüben. Ja, genau. Ist ja mein Gedanke. Oh Mann, halt die Fresse. Der Typ ist immer hier. Ruhe! You owe me. Gar nichts schuldig dir, du Arschloch. Was denkst du denn? Sind die Motten noch da? Ja, natürlich sind die noch da. No. 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 Oh. Oh.
Warum verbrennt der Scheiß nicht? Na los! Oh no, 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 no. Aber ich bin durchgekommen. Wow. Hier. Das Problem ist jetzt. Jetzt kann ich nicht zurück. Weil die sind ja noch da. Ich hab kein Schild mehr. Oh Gott. Komm schon, Marianne. Nein, nein. Oh, du bist so behindert. Wirklich. Du bist wirklich dumm. Muss ich den ganzen Kackdreck nochmal machen, ey. Oh, wow. Ja, gut. Ja, dann halt nochmal. Ah, ne, wir sind... Ja, super. Das bringt mir ja mega viel hier unten. Wow, danke für gar nichts. Komme hier nicht durch. Na los. Komm ich durch? Oh doch, ich bin durchgekommen. Wow. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Huh. Oh nein, wo ist er? Ist er hier? Nein, 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 nein. Ah, hier komme ich nicht durch. Kannst du mal die Fresse halten? Lass mich hier mein Zeugs holen, bitte. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Und zurück. Okay. We are back. Ich gehe hier durch zurück. Das scheint mir minim sicherer. Und dann müssen wir noch den zweiten Tank frei machen. So, los hier durch. Oh. Okay, jetzt kann alles hier nach drüben. Wunderbar, das auch. Muss er hier drüben leer machen. Das kann schon mal nach unten. Sehr gut. Nach drüben. Warum kann ich immer nur eine Funktion auf einmal machen? Und so. Und dann ist hier drüben auch leer. Die Frage ist jetzt halt nur... Wo ist denn der? Also ich bin jetzt hier wahrscheinlich bei der 3, ne? Dann müsste das eigentlich direkt hier irgendwo sein, oder? Hier? Oh no. Das kleine Arschloch ist da unten, oder? Oh nein, da unten ist er! Ja, ja, alles nackt. Nein, sag mir sich, ich muss nach unten. Nein, 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 nein. Oh Gott. Aber er ist doch da, oder nicht? Oder kommt er hier noch nicht durch? Ach, herrje. The valve is missing. Ja. Das wird dann bei Kollege Monster sein, ne? Das Ventil. Wenn er noch hier ist. Jetzt ist er nicht mehr hier. Ah. Da können wir wieder mal was aufschneiden. Ah. Ja, guck mal. Was haben wir hier sonst noch so? Ne, da mache ich nicht auf. Da ist er ja drin, oder? Da mache ich nicht auf. Kein Bock, alles nochmal zu machen.
Und ran. Komm, leuchte grün. Ja. Now it's ready to gulp down some water. Sehr gut. Rauf mit dir, Marianne. Pretty, pretty dolls. So many dolls to play with. Such little things to work with. Ach, halt die Fresse. Francis. Nurse Ursula. Was, Schwester Ursula? She was insatiable. Ja, ja. Jetzt kann da nach drüben Wasser gehen, oder? Get away. But they don't last. They never last. Nochmal. Und jetzt ist hier frei. Das ist ja das Ziel, oder? Oder nicht? Ist das? Oder muss der hier voll sein in der Mitte? Oder was ist seine Mission? Nee. Water Level Indicator. Es muss überall die Hälfte sein, oder was? So. Ah, das kann nicht mehr hoch, oder was? Oh, shit. Das kann nicht mehr hoch? Warum nicht? Müsste es auch überfluten lassen? Okay, nee, das geht nicht. Scheiße, was soll ich denn machen? Misst den Wasserstand in der jeweiligen Kammer. Ändert die Wasserflussrichtung, startet die Pumpe. Ja, schön und gut, aber was soll ich denn jetzt machen? Weiß es nicht. Hm. Sag mir mal die Notizen. Was kaputt ist? Oh, was habe ich denn vorhin bekommen? Ach, ich weiß es nicht. Ist das vielleicht irgendeine Hilfestellung? Nein. Gott, wie muss das denn sein? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade am Überlegen. Wenn ich alles hier nach drüben packe, ist das vielleicht eine Lösung? Aber das hatte ich ja hier vorhin auch. Hier war ja vorhin auch alles. Ich check's nicht. Naja. Aber es hat gespeichert und das heißt für mich, es ist genug für heute. Ich bedanke mich beim Zuschauen. Wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Und in diesem Sinne habt einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss.